Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer gemütlichen und entspannten Runde Foundation mit Voucher im Mittelalterle. Unser Dörfchen Karenga plätschert gemütlich vor sich hin, meine Lieben. Die Dorfbewohner sind unser Problem. Wir haben hier ein Problem mit Hunger, so wie ich das ganze Ding sehe, und ein bisschen Wasserprobleme. Es wird, glaube ich, Zeit, dass wir uns am Markt jetzt darum kümmern, Brote zu verkaufen. Im Moment haben wir ja den Marktstand hier so ausgelegt, dass wir Beeren verkaufen und eben diese T-Shirtchen. Und jetzt habe ich beim letzten Mal aber gemerkt, ich habe da offensichtlich den Markt separat gebaut. Also wir haben jetzt zwei Märkte. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber hier würde ich natürlich später gerne Brot verkaufen. Und da kümmern wir uns heute auch drum. Kurz einmal durchgeatmet, Leute. Auf geht's. Ein bisschen Geld haben wir. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt wirklich darum, Weizenfelder anzulegen. Lass mich mal ganz kurz reinschauen. Habe ich mich noch gar nicht drum bemüht? Hier. Eine Weizenfarm brauchst du, ne? Produziere dann Weizen. Aus dem Weizen wird dann Mehl hergestellt und die Bäckerei macht dann Brot. Und dafür brauchen wir, also für die Bäckerei brauchen wir definitiv auch Wasser in der Nähe. Jetzt ist die Frage, wir kommen ja später, lass mich mal mein Gebiet anschauen. Wo war das nochmal? Haushalt, Territorium. Ja? Also das gehört jetzt alles uns momentan. Später wird Pazenga entstehen. Ich würde sagen dann tatsächlich hier drüben. Das heißt, ich würde den Bäcker, also ich will mal ganz kurz überlegen, ich will halt jetzt nicht schon wieder noch mehr Steuern bezahlen. Aus dem Grund würde ich sagen, setzen wir den Bäcker hier hin, ja, weil, ich habe das ja eingezeichnet, dann setzen wir den Bäcker hier hin, Leute. Dann würde ich das da wieder wegnehmen und später die Felder entsprechend hier rüber erweitern. Und dann läufst du durch so ein wunderschönes Weizenfeld rüber nach Pazenga. So stelle ich mir das vor. Also, hier sind nochmal ganz normale Häuser. Ist da auch Wohngebiet eingezeichnet gewesen? Da ist Wohngebiet eingezeichnet und setze ich hier den Bäcker jetzt hin. Hier kommt dann der Bäcker hin. Aber anfangen tun wir natürlich damit, die Weizenfarm zu setzen. Ah, ich verstehe. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wie mache ich das am schönsten? Ich kann die natürlich auch da drüben hinsetzen, die Weizenfarm. Oder ich würde mich freuen, wenn die... Weißt du was? Ich mache die da hinten hin. Hier so rein. Und zwar ab da, wo ich darf. So, die Weizenfarm, die machen wir hier hin. Das heißt, wir werden dann schon mal Weizen produzieren. Das ist natürlich jetzt die Frage, muss ich das einzeichnen? Ja, Landwirtschaft habe ich eingezeichnet. Dann gönne ich uns hier überall Landwirtschaft, Leute. Die Schafe sollen für sich sein. Das kommt dann nachher hier rüber. Das passt soweit. Dann wird es jetzt einfach nur noch Zeit, dass die praktisch hier... Emma bringt auf jeden Fall die ersten Holz. Es wird ein bisschen dauern, bis wir da sind. Aber kein Problem. Und jetzt haben wir die nächste Aufgabe. Sind denn noch überall die Leute zugewiesen? Zwei... Hier. Ein Steinmetz. Ein Steinmetz, Leute. Hat uns gefehlt. Da ist wohl wieder einer abgehauen. Ein unzufriedener Bürger. Ich finde das Spiel total entspannt, Leute. So, machen wir weiter. Es geht darum, Brot zu produzieren für unsere Leute. Ich gucke jetzt auch, dass ich nicht mehr Wohngebiete erstmal ausweise oder beziehungsweise zuweise, damit wir... Ist schon wieder einer abkauen. Hat er einen Job gehabt? Natürlich hat er einen Job gehabt. Ein Sammler ist abkauen. So, Alterle. Der nächste Sammler sollte vielleicht ein bisschen länger bleiben. Genau, also weniger Wohngebiete. Zwei. Ja, die hauen jetzt alle ab. Große Abwanderung hier. Ich denke mal, immer wenn ich einen zuweise, haut wieder einer ab jetzt, oder? Was? Auch noch arbeiten? Kein Brot, kein Wasser. Okay, also das müssen wir aufbauen. Brot müssen wir verkaufen. Soweit ist die... Genau, wegen den Wohngebieten. Wenn ich jetzt zu viele Wohngebiete zuweise, solange ich das nicht im Griff habe, dann habe ich noch mehr Unglückliche. Plus, ich habe den Bedarf an Kirchenausbauten und so weiter. Jetzt gucke ich mal, dass ich es mit den Leuten schaffe. Und wenn das läuft, bauen wir wieder Wohngebiete. Richtig. Jetzt pass auf, solange Knete da ist. Die Weizenfarm... Oh, die Windmühle, die sieht bestimmt auch total toll aus. Vorabkosten 200. Ich mache mal Pause hier. Eine Windmühle. Oh, die ist schön. Oh, die ist schön. Die gefällt mir. Ich müsste allerdings ganz kurz das hier einzeichnen. Scheiße. Hier ist das. Dann hier die Weizenfelder. Dann würde ich die Windmühle... Das holen wir uns ja später bestimmt auch dazu noch. Aber an sich wäre die Windmühle... schön... Also wenn ich das, dann muss ich es anders machen. Ich muss natürlich jetzt vordenken, Leute, ne? Weil es wird ja später so sein. Aber das kann doch wahrscheinlich so bleiben, ne? Ich weiß nicht, ob man das unbedingt wegmachen muss. Ich kann es ja dann später abreißen, wenn es mir nicht gefällt. So. Dann setze ich die Windmühle jetzt dahin, Leute.
Hier hinten ran möchte ich die haben. Eine wunderschöne kleine Windmühle. So wird sie mir gefallen. Eigentlich wird sie mir hier besser gefallen. So, die Windmühle ist gesetzt, meine Lieben. Knete wird jetzt natürlich knapp. Wir brauchen jetzt 300 Gold für den Bäcker. Und den setze ich dann da vorne dazu. Das heißt, wir starten hier wieder die Maschine. Die Maschinerie. Jo, wie weit sind wir hier unten? Amalie ist der Baustelle zugewiesen. Das ist sehr schön. Priorisiere ich natürlich jetzt erstmal. Kann ich das auch priorisieren, dass die dann nacheinander priorisiert sind? Jakob ist hier hinten zugewiesen. Das läuft, ne? Okay, Leute, für uns die Zeit oder die Möglichkeit, mal einen kurzen Abstecher ins Lager zu machen. Schauen, was ich da angestellt habe. Läuft hier denn alles? Momentan sind die Slots belegt mit behauenem Stein, mit Holzbrettern, Werkzeuge ist ankaufen und ich glaube verkaufen Klamotten. Ich glaube es jedenfalls im Haushalt. Machen wir auf jeden Fall Plus, das ist sehr gut. Los mit mal schauen. Was ist denn hier ausgewählt? Ich sehe das nicht. Bären habe ich aber gesagt, will ich erstmal nichts machen. Ankauf von 5 solchen Werkzeugen, das macht glaube ich Sinn. Die brauchen wir nämlich ständig, ne? Kaufen bis zum Wert von 5. Bams, wenn im Lager nichts mehr drin ist, kaufen wir 5 dazu. Nochmal zur Wiederholung, dass ich es verstanden habe. Brot würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weg, weil wir bauen uns jetzt eigenes Brot. Und Fisch, ich mache das zur Sicherheit weg, Leute. Ich will nicht noch mehr Fisch aufkaufen. Das hat mir so einen Schock versetzt. Wir haben noch 51 Leute. So. Das Einzige, was wir tatsächlich machen, sind 25 von diesen T-Shirts verkaufen. Ne? Verkaufe bis zum Wert 25. Verkaufe bis zum Wert 25. Das bedeutet, erst wenn hier 30 zum Beispiel Stück drin sind, verkaufe ich 5. Ne? Dann habe ich aber hier das Problem, das ist ein blöder Wert. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Verkaufe bis zum Wert von 15. 15 bleiben dann immer eingelagert. Ne? So Leute, dann passt es. Ich behalte alles für mich. Das habe ich noch nie gedrückt. Bäm, Abwanderung. So, meine Lieben. Ich würde sagen, wir gehen mal unten auf 3 Stoff. Erstens mal läuft dann die Baustelle hier hinten schneller. Wir kommen schneller an Brot. Umgerechnet natürlich nicht, aber innerhalb der Folge. So, die Vorräte füllen sich. Die Unzufriedenheit ist natürlich da. Damit müssen wir leben. Leibeigene, 25 Bürger. Soweit ist es okay. Vom Geld her können wir eigentlich nichts sagen, ne? Beim nächsten Mal, wenn wir 300 haben, mache ich einen Stopp und dann bauen wir uns den Bäcker noch auf. Wie weit sind unsere 2 neuen Gebäude? Hälfte? Fast die Hälfte. Sehr schön. Ihr macht es schon. So, meine Lieben. 51 Leute. Momentan stagniert der Zuwachs. Das ist ganz gut. Hier kommt der Händler. Händler, ich hoffe, du kaufst T-Shirts. Haben wir denn was drin zum Verkaufen? 12, ne? Also im Moment ist nichts eingelagert, dass unser Händler kaufen würde. Vielleicht gehe ich tatsächlich nochmal runter hier auf 10, Leute. Bei den Shirts. Da wenigstens ein bisschen was. Oder auf 8. Irgendwie sowas. So. Jetzt habe ich natürlich den Händler verpasst, aber das ist nicht so schlimm. Hälfte. Fast die Hälfte. Jolande ist der Baustelle zugewiesen. Pierre ist der Baustelle zugewiesen. Sehr schön. Dann gucken wir gleich nochmal, ob alle einen Job haben oder ob schon wieder was fehlt. Hier ist alles in Ordnung. So kann es weiterlaufen. Nächstes To-Do auf jeden Fall bei 300 Gold. Ich nehme an, wir brauchen auch einen Brunnen dann, ne, da hinten. Lass mich mal überlegen. Hier haben wir einen Brunnen. Vielleicht reicht ja der, wenn ich den Bäcker da hinsetze. Ja, das könnte eventuell reichen, Leute. Wir machen mal langsam. Ah, die Zufriedenheit. Aber das schaffen wir. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? 88 Wolle sind hier drin. 100 Stoffe. 0 Shirts. Ah, hat er wahrscheinlich gerade ausgeliefert, der Gute. So, Leute. Nicht mehr viel. Dann können wir auf Päusle gehen hier unten geschwind für den Bäcker. Es sei denn, die Haushaltsplanung kommt uns wieder in die Quere, so wie es die ganze Zeit überläuft, ne? 243. 2 neue kommen. Ist okay. Trotz Unzufriedenheit immer noch Zuwachs. Irgendwo müssen die Menschen ja hin in dieser Welt, in dieser verkommenen. Komm, drück die Daumen. Noch 7. Bäm! Pause gemacht. Dann haben wir das nämlich alles in einem Atemzug fast fertig. Ein Bäcker. Oh, das ist ein schönes Häuschen, das Bäckerhäuschen. Guck mal. Ich setze den Bäcker hier dazu, Leute. So würde ich fast sagen. Dann ist er nämlich auch da hinten gleich am Brunnen. So möchte ich den haben. Wunderbärle. Okay.
Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit, ne? Also, jetzt heißt es wieder ein bisschen abwarten, genießen, die Stimmung abwarten. Wie weit sind wir? Wartet auf einen Baumeister. Wartet auf einen Baumeister. Komm, jetzt erzähl mal nicht, dass ich kein Bauleut mehr habe. Doch, 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 doch. Bauleute haben wir. Bauleute haben wir. Aber ich könnte natürlich auch hergehen und mal gucken, ob wir nicht noch ein paar zuweisen. Baumeister 2. Boah, das sind halt dann Haufen Arbeitslose, ne? Ich mache einfach mal ein paar Bauarbeiter noch, Leute. Ich glaube, das sind die einzigsten, die man wirklich wahllos zuweisen kann, ne? Virginia. Kennen wir aus The Forest? Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt euch. Natürlich bestimmt wieder einer unserer wichtigsten Mitarbeiter. Klar. So. Ja, da müssen wir halt jetzt durch. Ich kann es jetzt auch nicht beschleunigen. Da müssen sie durch, die Leute. So ist es hier. Ja, so ist es in Karenga und Pazenga, ne? So, meine Lieben. Jetzt muss ich natürlich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir noch gar nichts, ne, an Prunk. Einzigster Prunk, den wir haben, ist hier drin. Schaltet Kirche frei, kleine Steinmauer. Was gibt's denn hier eigentlich so? Was? Hölzerner Bergfried? Ach klar, das hätten wir uns auch mal angucken können, ne? 20 Bürgerliche, schaltet Jagdhütte frei. Hölzerner Bergfried, schaltet Waffenschmied frei. Ey, dann sollten wir uns ein bisschen Prunk verdienen mit der nächsten Aufgabe bei. Beim König, ne? Fischerhütte können wir eh nichts mit anfangen. Herrenhaus ist okay. Hecke. Was haben wir hier? Bedingungen erfüllt, schaltet Herrenhaus frei. Gewinnen den Herrenhaus. Gebäudeteile fürs Herrenhaus, Leute. Okay. Steuer? Keine Ahnung, werden wir noch sehen. Oh, die Gebäude dauern so lang. Aber die Wege sind halt auch so weit, ne? Ist klar. Aber guck mal. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist praktisch unsere Weizenfarm fertig und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier Weizenfelder bekommen. Ich würde sogar sagen, dass wir das jetzt hier nochmal priorisieren für alle Fälle. So. Dreifache Geschwindigkeit und Vollstoff. Wie sieht es bei der Kirche aus aktuell? Treue Besucher 35. 35 treue Besucher nur. Gut, das Angebot ist da. Mehr können wir auch nicht tun. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt euch. Ich muss jetzt halt so lange mal ins Menü mal reinhopfen, Leute. Ist wieder ein Sammler abkauen. Ich würde gerne mal wissen, wo die hingehen. Da ist ja nirgendwo im Umland jetzt irgendwie Dörfle, ne, wo man hin kann. Ich dachte eigentlich, wir haben das Monopol. So, Leute. Ein bisschen Geduld, dann haben wir es bald. Da kommt der Händler. Habe ich was drin zum Verkaufen? Jo. Zwar nicht allzu viel, aber 2 Stück plus Stein. Habe ich eigentlich Stein noch im Verkauf drin? Behauenen Stein? Nee, ne? Verkaufen bis zum Wert von 0. Ja, da müsste das jetzt normalerweise funzen. Ja, das passt schon. Hier gehe ich mal auf 5 runter. Geld schadet ja nicht. So, meine Lieben. Jetzt müsste das jeden Moment hier erledigt sein. Ich scroll mal hin. Hier läuft einer hoch. Warte auf einen Baumeister. Gebäude priorisieren habe ich gedrückt. Werkzeuge. Ich glaube, dass es daran liegt, dass er keine Werkzeuge hat, ne? Guck mal, ist er gerade vom Türmle runtergehopft. Okay, ich muss wieder nachfassen. Absolute Scheiße. Ist ein Arbeitsloser weg. Ist trotzdem schade. Ist trotzdem schade. Dem hätte man ja eine Arbeit zuweisen können. Sag mal, warum geht das hier nicht weiter? Was ist da los? Die Musik, ich mag das einfach. Warte auf einen Baumeister. Baustelle Weizenfarm. Emma bringt 4 Hölzer. Wieso geht denn die nicht da runter? Weil wir keine Werkzeuge haben, oder? Dann müsste die jetzt auch stagnieren hier. Zukauf Werkzeug vielleicht ein bisschen priorisieren. Annehmen. Ich muss noch mal kurz reingucken. Bei Werkzeuge habe ich 5. Ich will nicht so viel dazu kaufen. Das kostet mal so ein Schweinegeld. Das nächste Mal, wenn der Händler kommt, müssten wir normalerweise Dinger kaufen, Leute. Es kommt natürlich darauf an, wann. Da kommt er, ne? Jetzt beobachten wir das mal. Gleich kommt er hier reingeschossen. Schwubbeldiwupp. Bring uns. Also, ich mach mal kurz. Ich mach mal 11. Jetzt müssten wir normal 11 Werkzeuge kaufen, wenn es der richtige Händler ist. Ich kann jetzt, genau. Und dann wieder zurück auf 5. Kaufen bis zum Wert von 5. Jetzt haben wir Werkzeuge nämlich gekauft für beide. Ne? Jetzt wird das hier fertig und das da unten wird fertig.
Bringt vier Werkzeuge? Wieso nur vier? Ey, du Stück. Hauptsache einmal mehr laufen. Also da oben die Windmühle wird jetzt gleich fertig. Der ist auf der Baustelle der ländliche Kirche. Ach, die war noch gar nicht ganz fertiggestellt. 45 treue Besucher. Naja, wird ja besser. Bäm, die Windmühle, Leute. Oh, die Windmühle. Guck mal. Wieso bewegt sich die nicht? Zwei Müller. Oh, sehr schön. Aber ich muss eigentlich warten, bis der Farmer fertig ist, ne? Sollen wir schon mal Müller zuweisen? Hildegard und der Reinhard. Die Müllers Familie. Hier entsteht der Name Müller jetzt gerade bei uns, Leute. So, Windmühle ist fertig. Sie ist auf jeden Fall zugewiesen. Zwei Müller. Gefällt mir sehr gut. Aus Mehl. Ne, die stellen Mehl her aus Weizen. Das Problem ist, dass wir noch kein Weizen haben, weil wir müssen warten, bis der nächste Werkzeugankauf durch ist. Passt. Boah, die braucht 20 Werkzeuge, die Bäckerei. Wer ist denn weggegangen? Zip, hier, ein Steinmetz. Ist klar. Wahrscheinlich ist der auch in Rente. Weißt du, der ist gar nicht unglücklich. So, Leute, wir kriegen uns gefangen. Guck mal, die Zufriedenheit geht ja auch schon langsam hoch, je mehr Leute abwandern, ne? So, der nächste Werkzeugeinkauf wird sein, Leute. 5 Stück hierfür, aber ich kann es nochmal hoch tickern, geschwind. Da kommt er nämlich gerade, ne? Ich mach mal 21 Werkzeuge. Geh aufs Lager. So, der füllt uns jetzt den Werkzeugbereich auf. Da rennt er. Jetzt kommt er zur Dorfmitte und Werkzeugslot 22. Ich gehe hier wieder runter auf Zukauf 10, würde ich sagen. Das können wir uns erlauben. Zukauf 10. Und jetzt werden wir sehen, meine Lieben. Hier wird ein Werkzeug gleich verbaut und die anderen 20, die wir haben, hoffentlich hier oben. Ja, die haben sie sich direkt gekrallt. Natürlich wird jetzt hier erstmal nicht viel passieren, weil die ja keine Werkzeuge zum Ausbau haben, ne? Attraktivität ist hoch. Muss ich das anklicken? Nee. Keine Ahnung. Bäm, Leute, die Weizenfarm ist fertig. Die Weizenfarm, Schallali und Schallaloam. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Leute. So. Jetzt ist die Frage, die sich mir stellt. Ich brauche jetzt natürlich 3 Bauern. Wie geil, ich kann 3 Bauern beschäftigen. Henry, Yvette und ihre Tochter Liliane. Henry und Yvette baut Weizen an. Ich halte jetzt hier mal die Kamera drauf. In der Hoffnung, dass hier bald... Ich habe ich das als Abbaugebiet eigentlich hier deklariert? Muss man das als Abbaugebiet deklarieren, wenn ich... Da bewässert das Grundstück. Guck mal. Die bringen hier tatsächlich Weizen aus. Dann mache ich hier einmal abbauen in der Hoffnung. 2 neue Dorfbewohner schließen euch an. Das ist klar. Okay, Leute. Wir haben noch kein Weizen. Aber ist klar, der muss ja auch erst wachsen. Ne? Das heißt, die Familie Müller, die wartet sehnsüchtig auf Weizen. Da kommt der Händler wieder. Gibt wieder Werkzeuge. Ja, so Mann, jetzt mit dem Geld haben wir es im Griff soweit. Jetzt warten wir mal ab, wie das mit den Weizenfeldern hier wird, ne? Bäcker ist auch fertig, Leute. Ich werde dem König helfen. Machen wir. Weil er will wieder Fisch. Er will wieder Fisch, Leute. Egal, der kriegt jetzt erstmal keinen Fisch. Ich habe es trotzdem angenommen, ne? So machen wir halt zur Not nachher noch einen Fischkauf. Damit wir halt auch hier... Muss ich da schon was drücken? Boah, wieder ein unglücklicher Weg, Leute. Ich muss gucken, was der jetzt für einen Job gehabt hat. Hier oben. Der Bäcker. 2 Bäcker sind zugewiesen. Das Forsthaus steht leer. Bämsle. Soweit aber alles okay, ne? So, meine Lieben. 2 Müller. Der Bäcker ist zugewiesen. Und die ersten Weizen werden wir bald ernten. Oh, da ist das Feld schon mal. Guck mal. Oh, das muss ich mir anschauen. Sogar hinterm Haus hat er angebaut. Lob ich mir, lob ich mir. So, fahren wir außen rum. Ah, herrlich. Die komplette Hütte ist zu. Der Baum, der ist auch noch nicht abgebaut. Oh, schön, 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 schön. Oh, das gefällt mir. Warte mal, ich muss mit der Ta... Oh, das ist ja eine... Das ist jetzt die direkte Ansicht hier vom ganzen Ding, ne? Leute... Ist das nicht herrlich? Du kommst ja mal, du musst dir mal vorstellen, du kommst ja so rein hier bei uns, ne? Warte mal, ich fahre das mal runter. So Ego-Perspektive mäßig. Hier, ne? So kommst du ja ins Dorf rein. Schandilam, hallo.
Oh, das ist ja schön. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist so cool. So, hier dann durchs Tor durch. Okay, jetzt muss ich wieder. Schade mit der Kamerasteuerung manchmal. Aber so habe ich es noch gar nicht gesehen. Oh, ist das schön. Verwinkelt und verzwinkelt. Ah, das ist der Berg von der anderen Seite. Kurzer Augenblick. Ich habe es mit den Tasten hier nur nicht so wirklich drauf. Oh, das ist auch schön von der Ansicht. Pass mal auf. Ich scroll es mal so. Ein buntes, wackeres Treiben. So. Gibt es jetzt hier schon Weizen? Nee. Ja, das braucht halt alles seine Zeit. Wieder ein Unglücklicher weg. Aber jetzt haben wir es auch bald überstanden. Das geht jetzt nicht mehr lange. Ah, noch ein Marktmitarbeiter. So. Ich hoffe, da bleiben jetzt die restlichen mal ein bisschen. Der Bäcker, der wartet natürlich auch. Wasser hat er schon mal vorrätig besorgt. Dem fehlt jetzt Mehl. Ihnen hier fehlt natürlich Weizen. Und da geht es jetzt drum. Meine Lieben, dann würde ich sagen, wir machen an der nächsten Stelle hier weiter. Wir gucken, dass wir nächste Folge Brot verkaufen. Habt eine wunderschöne Woche. Kommt gut durch die Tage, meine Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen um 18 Uhr wieder reinschaut. Wenn es bei uns heißt, auf zum Brot. Führ mich zum Brot. Ich bin gespannt, ob es klappt. Und Fisch müssen wir kaufen. Bis morgen.